Whisky Jason, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Heute habe ich ein Archangel, ein Erzengel, der Nummer 3 jetzt aus der Serie aus dem Jahr 2023 von Signature Vintage, nämlich ein Aberfeldy. 2013 destilliert, 2023 abgefüllt, 10 Jahre aus einem First Fill, Oloroso Sherry. Und ich sage einfach mal Butts. Denn wir haben 1.343 Flaschen mit 58,7%. Whisky Base Nummer 241558. Und der UVP lag bei, ich glaube, 109 Euro. Ich sehe das jetzt schon für 99 Euro. Eine Flasche ging neulich bei Krüger weg für 97 Euro. Das ist nicht eine Investitionsflasche. Obwohl es dieses wunderschöne Decanter gibt hier. Jason, wieso machst du erst ein Video dazu? Das kam letztes Jahr im November raus. Ich habe eine Teilung gemacht, die Flasche kam zur Seite und dann, ja, ich habe es vergessen. Und ich kam nicht dazu, wie auch immer. Ich will jetzt hier dieses Rest, was da in der Flasche ist, als Anbuchflasche anbieten in meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Dann kommt die Flasche weg, dann ist jemand dankbar und froh, auch das hier verkostet zu haben. Es ist Teil der sogenannten Horsemans, das sind die Torfigen. Die Nicht-Torfigen sind die Archangels-Serie dann hier für Signature Vintage. Und ich finde die Idee gut, allerdings der Whisky ist zu teuer. Bist du wirklich bereit hier für eine 10 Jahre alte, unabhängig abgefüllte Aberfeldy hier so viel Geld auszugeben? Ich stelle die Frage ganz bewusst, denn Signature Vintage hat dieses Jahr, und jetzt schneiden sie sich ein kleines bisschen selbst ins Fleisch möglicherweise, ein Aberfeldy rausgebracht. Und das war auch der 100-Proof-Serie. Ich schau mal, dass ich die hier kriege, die Aberfeldy. Und der hat hier der Aberfeldy Archangel Signature Vintage. Das war Batch. Oh, okay, Entschuldigung. Es war der Small Batch Serie, Edition Nummer 10 für 70 Euro mit nur 48,2%. So, ja, ich dachte, es war ein 100-Proof Serie. Es war ein Small Batch. Sorry. Aber trotzdem, ich würde lieber 70 Euro ausgeben. Aber manche Leute sagen, nein, ich muss Fassstärke haben. Womit möchte ich es vergleichen? Ich vergleiche beinahe immer. Da. So. Ich habe diese Flasche jetzt hier, ältere Dauer, 12 Jahre alte. Dort Oloroso Sherry Butts, genau das gleiche, allerdings auch mit 58,6%. Das ist hier Whisky Base Nummer. Einen Moment, ich finde das ganz schnell. 251928. Das ist 12 Jahre alt aus First und Second Fill Oloroso Sherry Butts. Wir haben hier 4517 Flaschen Whisky Base 251928. Und ich finde das online für 88 Euro. So, 12 Jahre alt gegenüber 10 Jahre alt, Oloroso gegen Oloroso, 4 plus 1000, 1 plus 1000, also hier 58,6, hier habe ich dann 58,7. Ein besseres Vergleich habe ich mir nicht ausdenken können. Und gegenüber UVP, also hier waren wir bei 94 Euro, hier waren wir bei 109 Euro, 15 Euro günstiger. Ist das wirklich nur diese Decanter? Ist das wirklich nur die Flasche? Oder ist tatsächlich der Distillat, was da drin ist, weil Aberfeldy so selten ist, unabhängig abgefüllt? So, an der Nase. Ja, Oloroso, ein bisschen Sherry-Suppe, ein bisschen Sirup auch dazu. Edredauer. Viel kräftiger, viel würziger, viel attraktiver. Kann ich das sagen? Also, ja, das ist hier durchschnittlich. Das ist hier außergewöhnlich. Ich liebe Edredauer 12 in Fassstärke. Ich liebe Buhne 12 in Fassstärke. Also, ich hätte auch ein Buhne 12 hier draufstellen können, für auch unter 100 Euro. Das sind die Flaschen, die wir kaufen sollten. Diese Flaschen hier. Es sei denn, man ist Marketingopfer und will unbedingt einen Erzengel da zu Hause haben. Aber ehrlich gesagt,
mich haut das nicht um. Also dieses Label finde ich okay, aber wirklich nicht wow, muss ich haben. Ich weiß noch, damals hat hier unser Monika Pummer in Pummerland, hat sie irgendwie ein Einhorn gehabt. Oh, das musste man haben, ja. Und da gab es ein paar andere auf Etiketten, wo man sagt, oh, das muss man haben. Das ist fast zu viel Beige da drin, zu neutral. Man sagt auch Vanille, also ja, durchschnittlich. Auf Englisch pedestrian, gewöhnlich. Cheers. Wow. Also wow ist nicht unbedingt jetzt hier. Gefällt mir nicht. Der geht holzig, er geht leicht bitter sogar. Ha. Also 85,6 Punkte hat er hier online. Der wirkt jung. Der hat ein bisschen hier Hitze da drin. Kirschnoten. Süße fehlt mir. Pfeffer. Zitronenschale. Kleines bisschen sogar Ingwer. Ich würde ein bisschen Wasser hier reintun, schauen, was passiert. Ach, ich nippe noch mal. Astringierend. Vom Aberfeldi merkt man sowieso nicht. Zahlen. Aberfeldi gehört zu Bacardi. Bacardi, deren Marke in Amerika ist denn dort Dewars. Dewars hat weltweit 42 Millionen Flaschen Whisky im Jahr 2022 verkauft. Aberfeldi 1,2 Millionen. Also für jede Flasche praktisch Aberfeldi, was verkauft wird, wird 40 Flaschen Dewars verkauft weltweit. Ist schon krass, diese Entwicklung dann da. Nee, wirklich nicht. Also 3, 3 minus. Also diese, also mit Wasser wird es besser. Bleibt bei 3, 3 minus. Mit Wasser 3. Da kommt ein bisschen mehr ein karamelliger Moment, ein bisschen, aber sehr trocken, sehr astringierend, sehr wenig, was mich abholt denn da. Für einen Preis von 100 € für eine Whisky, die die Welt nicht braucht. Zumindest nicht so. Wäre das Aberfeldy in ein Hogshead, Second Fill Hogshead, mit 12 Jahren in Fassstärke. Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, interessant. Aber da kommt leicht hier meine, ich habe es leid, ständig alles nur Sherry zu haben, Moment durch. Ich habe den Hals voll. Und da muss ich sagen, thank you, no thank you. Ach, pelzig, belegt die Zunge auch noch. Edward auch als Belohnung hinterher. Cheers. Ja, oh, sogar einatmen, das ist eine Freude, das ist eine Wonne. Liebe Leute, falls du Edred Hour 12 noch nicht gefunden hast, Batch 1, 2, 3, egal. Keine Ahnung, wenn Batch 4 kommt. Vielleicht ist Batch 4 schon da, ich weiß es nicht. Ober lecker. Einfach 100 € absolut ein Schnäppchen, finde ich. Sorry, für 100 plus Euro muss nicht sein. Ja, meine Frage ist zweifach. Erst einmal gehen wir zu unserer Horseman und Archangel Serie. Es gab eine Whitlaw, 10 Jahre alt. Es gab der Aberfeldy, 10 Jahre. Es gab eine Aberlour, 11 Jahre. Es gab eine Balachin, 10 Jahre. Es gab ein Coile, 10 Jahre. Und es gab der 8 Jahre alte Ben Nevis. Welche davon hast du schon probiert und waren gut? Waren sie nicht alle überteuert für diese Geschmackserlebnis? Frage. Nun, bei Ben Nevis könnte man darüber streiten. Also, der war schnell weg. Es gab 1300
36 Flaschen davon. Und auch wenn ich zu Whisky-Auktionen, Krüge hingehe, bei der Ben Nevis gingen die Preise auch hier. Ah, nee, man kriegt den immer noch für 80 Euro da online oft. Denn dann geht es manchmal auch 110, 120 hoch, aber ab und zu mal 80. Da muss man schauen, ob man das so will. Zur Zeit, ja genau, 120, 120, 110, 117, 136. Also als sie es rauskam, September 2023, waren das 80, 90 Euro. Wow. Okay, aber alles andere ist fast noch erhältlich. Alles andere ist, wo man denkt, wozu? Zweite Frage. Ich habe 100 Euro, was ein Loch in meine Tasche brennt. Was kaufe ich mir nun damit? Es muss Fassstärke sein, es muss mindestens 10 Jahre alt sein und es sollte möglichst Sherry sein. Bunu 12, Edreraus 12. Gibt es irgendetwas vom Aberfeldy, was euch wirklich gefällt? Die haben schon ein paar ältere Produkte auf Markt rausgebracht. Die hatten eine Napa Valley 15 Jahre alt. Die haben irgendeine 18 Jahre alte, viele Weinfinishes, wo ich sage, ja, was würdest du dann kaufen von Aberfeldy oder mit der 100 Euro etwas anderes kaufen? Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Die Flasche wurde gänzlich verteilt in meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Die leider nicht, dafür geht die Anbruchflasche da rein. Was hält dich davon ab, mit dabei zu sein und praktisch einmal am Tag irgendein Angebot von Jason zu bekommen für ein Sample, was du zu deinem Sample-Stau dazufügen kannst? Es gibt Gründe, warum man nicht unbedingt jeden Tag bei mir bestellt. Alles, alles Gute euch, Whisky Jason hier. Ciao.